So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode von The Legend of Zelda Twilight Princess HD mit mir, dem Gremium. In der heutigen Episode sind wir erstmal wieder in einem Raum, in dem wir in der letzten Episode schon waren. Aber hier in dem Raum gibt es tatsächlich noch etwas, was wir machen können. Und zwar gibt es hier eine Truhe, die ich unbedingt noch bekommen möchte. Und das werden wir jetzt gleich heute am Anfang der Episode machen. Meine Vermutung ist, wir müssen den Gegner hier besiegen. Und dann spawnt hier auch etwas. Ja, ich hatte ja Angst, dass wir den eigentlich nicht besiegen können. Aber wir können ihn tatsächlich besiegen. Und wisst ihr, was wir als Lohn bekommen? Ich glaube tatsächlich, das müsste die Karte sein. Weil den Kompass haben wir bekommen. Und in der Regel kriegt man den Kompass immer erst nach der Karte. Ja, wir haben es aber andersrum gemacht. Und deswegen ist es, wie gesagt, sogar tatsächlich die Karte. Und jetzt interessiert mich mal, was wir hier in dem Dungeon noch so alles machen können. So, da ist der Boss ganz unten. Okay. Ist auch was Neues, dass der Boss ganz unten ist. Hier haben wir noch ein paar Truhen, an die wir definitiv rankommen wollen. An die eine Truhe kommen wir ran, an die andere noch nicht, meine ich. Und ansonsten... Ach, wir waren schon fast ganz oben. Wir waren schon fast ganz oben und ja, mein Fehler war sogar tatsächlich, ich habe vergessen, das Game... Was heißt vergessen? Aber ich habe halt... Normalerweise müsste man das mit Tante machen. Ich habe das aber diesmal, wie gesagt, nicht mit Tante gemacht. Ich habe es vergessen. Und deswegen müssen wir uns jetzt erstmal wieder ein klein wenig vorarbeiten. Das Gute ist aber, wir haben teilweise ein paar Abkürzungen geschaffen. Und deswegen sollte das eigentlich heute gar nicht so lange dauern, bis wir wieder an dem Punkt sind, wo wir in der letzten Folge waren. Ja, das heißt also, ich werde jetzt mal hier ein bisschen die Zügel anziehen. Wobei, wisst ihr was? Ich schneide das einfach raus. Was erzähle ich da? Ich will doch nicht, dass ihr euch das wieder angucken müsst. Aber ich wollte euch auf jeden Fall nochmal zeigen, wie man die Karte bekommt. Seht ihr auch, was ich sehe? Tatsache, die muss man da doch irgendwie rüberbekommen können. Probieren wir es mal aus. Ah, so ganz will das nicht klappen. Weil da sind zwei Schalter, wie ich gesehen habe. Und es gibt hier auch noch eine Truhe. Das Ding ist, ich habe keine Ahnung, wie ich das aktivieren soll. Beziehungsweise, wie ich die rüberbekomme. Vielleicht mit dem Dungeon-Item? Wäre eine Option. So, ich versuche es nochmal ein letztes Mal. Aber hier gibt es, also in diesem Raum gibt es auf jeden Fall noch eine Truhe. Wir kommen da jedenfalls noch nicht dran. Nee. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Also hier in dem Raum, den sollten wir uns vormerken. Hier gibt es noch eine Truhe, die wir bekommen können. Okay, Leute, da wären wir in Stockwerk Nummer 7 in dem Raum, wo wir Ende der letzten Episode aufgehört haben. Und ja, heute geht es jetzt erstmal darum, hier ohne Schaden rauszukommen. Ist jetzt nicht ganz ungefährlich. So. Also geschafft hätten wir das auf jeden Fall. Ich sehe immer irgendwelche Plattformen, die sich hier mal befinden. Also irgendwelche diese kleinen Mini-Statuen. Wir müssen definitiv mit denen etwas machen. Vor allen Dingen wird das Dungeon-Item damit irgendwas zu tun haben. Ich denke mal, der Mini-Boss, der müsste sich, denke ich, auch mal ganz oben befinden. So als Kontrast zum eigentlichen Boss, der sich hier anscheinend ganz oben befindet. So, da haben wir etwas da hinten. Schauen wir mal, dass wir da rankommen. Ah, oh mein Gott. Also im echten Leben wären wir jetzt tot. Gut, dass das nicht das echte Leben ist. Stattdessen finden wir jetzt einen kleinen Schlüssel. Der ist natürlich echt krass versteckt gewesen. Ha, finde ich. Naja, eigentlich nicht. So. Okay, keine Ahnung, warum das hier auf jeden Fall so viel Schaden gemacht hat. Also, warum das nicht ganz so geklappt hat, aber gut. Kann mir recht sein. Okay, da haben wir wieder einen. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Ansonsten wird das hier nichts. So, genug Kerzen werden hier auch noch ausgeschüttet, finde ich gut. Und einmal rüber auf die Plattform stellen. Und der elektrische Schaltkreis sollte ausgestellt sein. Okay. So, und jetzt begeben wir uns mal ganz fix Richtung Stockwerk 8. Und das ist Stockwerk 8, Leute. Ja. Das ist hier das letzte Stockwerk, das sich hier befindet. Oder in diesem Dungeon. Und dann müssen wir eigentlich wahrscheinlich das Dungeon-Item bekommen, mit dem wir dann ein paar Rätsel vollkommen abschließen können, die wir in der letzten Episode bestimmt schon mal halbwegs angeschnitten haben. Okay. Die Truhe lassen wir ja auch erstmal spawnen. Muss auch mal sein. Ja, also in den Dungeons ist es echt auffällig, dass verdammt viele Truhen spawnen, sobald man alle Gegner bzw. alle Spinnen hier getötet hat. Und die Spinnen sind echt auffällig.
Die Spinnen sind verdammt auffällig, Leute. Ja, also man merkt, dieser Dungeon, der hat es mit den Spinnen. Ja, man merkt das schon. Okay, der eine rastet jetzt komplett aus, der geht gleich kaputt. Der noch nicht so ganz. So, jetzt rastet er auch komplett aus. So, die müssen wir aber, glaube ich, besiegen, ehe es hier in dem Stockwerk weitergeht. Genau, die mussten wir besiegen, sonst geht es hier nicht weiter. Aber wir machen natürlich noch die Truhe. Wir haben sogar noch einen Schlüssel, richtig? Ja, ich glaube, den Schlüssel brauchen wir, damit es hier weitergeht. Und 50 Rubine. Wow. Ich bin schon wieder voll. Ich muss den nächsten Mal wieder ausgeben. Es gab ja diese komische Spende, die da lief. Für einen neuen Laden. Müssen wir mal weitermachen. Ist ja eine Nebenquest. Zumindest gehe ich davon aus. Mach ihn natürlich immer gerne kaputt, in der Hoffnung, dass da was drin ist, aber wisst ihr was? Wir sind jetzt erstmal beim Miniboss. Ja, sieht für mich definitiv danach aus und ich glaube, danach bekommen wir auch das Dungeon-Item. Ich habe keine Ahnung, was es sein wird, aber es müsste irgendwas sein, was uns eventuell, beziehungsweise hoffentlich, weiterbringt. Okay, aber was erwartet uns jetzt hier? Es ist ein dunkler Raum, ein bisschen düsterer Raum, mit ein bisschen Licht, das reinscheint. Ist das der Gegner? Nee, das ist der Gegner. Ein Ritter! Oh. Oh! Das ist ein Kampf nach meinem Geschmack. Schwertkampf. Here we go. Der sieht auch verdammt cool aus. Okay, wie wollen wir diesen Kampf... Ah, hier werden unsere okkulten Künste. Ja, unsere okkulten Künste sind hier echt wichtig. Guck dich das mal an. Wir müssen seine Rüstung also erst zerscheppern. Oh shit. Oh shit. Okay, wir müssen. Okay, das ist ganz einfach. Wir müssen ihn zurückdrängen, hauen dann hier drauf. Und irgendwann sollte der keine Rüstung mehr haben. Wie jetzt. Und jetzt steht er nackt da. Was ist das denn? Oh, jetzt packt er hier sein Kurzschwert aus. Alles klar, here we go. Oh mein Gott. Schwertkampf, here we go. Okay, jetzt müssen wir ihn, glaube ich, umkreisen, bezahlen. Nice. Okay. Schön ausgerichtet, mein Freund. Aber... irgendwann kannst du auch nicht mehr blocken. Der war gut. Kicken ist hier nicht erlaubt. Wir sind nicht beim Thai-Boxen, Kollege. Gibst du auf? Ich glaube, er kann nicht mehr. Und da kippt er um. Gepanzert wie sonst was. Aber gegen den Helden der Legende natürlich aufgeschmissen. Okay. Also... wir sollten mal wieder zusehen, dass wir ein paar neue okkulte Künste erlernen. Weil wir haben ja gesehen, die kommen einem echt zugute. Jetzt gerade die okkulten Künste, wenn ich die nicht gehabt hätte. Puh. So, jetzt gucken wir erstmal. Was ist das Dungeon-Item? Das interessiert mich jetzt. Ich würde sagen, es hat vielleicht irgendwas mit dem Magneten zu tun. Du hättest den Kopierstab. Verwende ihn mit Y, X oder R, um Ziele mit Hilfe von... okay. Oder um Statuen und Leben einzuhauchen. Die Statuen kopieren jede deiner Bewegungen. Okay. Was ist das denn für ein Item? What is this? Können wir das hier... ah, wartet mal, das können wir doch, glaube ich, hier ausprobieren, oder? Nee, können wir nicht. Doch, können wir. So, der wurde jetzt erstmal mit Leben eingehaucht. Und was bedeutet das? Der müssen wir sogar mit Leben einhauchen, weil das ist die aus dem aus der Eingangshalle. Und die kopiert aus unserer Bewegung, ja? Ach, und die kann dann sogar zuschlagen. Ja, Bro, komm mal mit. Wir brauchen dich jetzt erstmal. So, den müssen wir jetzt nämlich erstmal weiternehmen. Okay, warte, wie löse ich das? So, okay. Jetzt müssen wir den, glaube ich, wieder ein Leben einhauchen. So, und... ja, genau, das waren diese, Teleportierer, sag ich mal, die jetzt die Statue immer ein bisschen mitnehmen. Okay. Puh, Leute.
Verdammt interessant, dieser Kopierstab. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ist ein sehr interessantes Item, muss ich gestehen. So, jetzt müsste eigentlich die Statue hier wieder rauskommen. Ja, da kommt sie sogar raus. Und die müssen wir jetzt durch den ganzen Dungeon schleppen. Okay. Ich glaube, wir können sogar diesen kleinen Dinger Leben einhauchen, richtig? Ja, den können wir auch Leben einhauchen. Ah, süß. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Wie komme ich hier raus? Ja? Kann ich den Leben einhauchen? Nee, kann ich nicht. Kann er die kaputt machen, wenn er hier zuschlägt? Ach, kann er! Lustig. Also er macht die echt kaputt. Das ist echt total zum Schreien. Macht er die auch kaputt? Uiuiui. Uiuiui, der macht die ja komplett fertig. Die haben ja null Chance gegen den Arm. Bin ich gut. Okay, wie machen wir das jetzt? Warte mal. Okay. Kleinen Moment. Oh, das ist echt cool. Gefällt mir verdammt gut. So, den nehmen wir jetzt wie gesagt so mit. Na, stopp, wir müssen jetzt wieder lösen. Ey, Leute, das macht verdammt viel Spaß. Das ist ein Gegenstand ganz nach meiner Wahl. So, das Ganze erstmal hier hoch. Wir kommen natürlich mit. Und das ist jetzt unser neuer Bro. Den müssen wir einmal komplett durch den Dungeon führen. So, stellt sich bitte einmal da drauf. Danke. So, dann lösen wir kurz. Wie kommen wir jetzt hier am besten hier durch? Kann der die Dinger nicht wieder kaputt machen? Ah, sorry. So war das nicht geplant, Bro. Oder müssen wir den auch wieder hier durch dieses Rätsel führen? Ja, das fände ich nicht so toll. Ja, wir müssen den tatsächlich einmal hier durchführen. Ah! Okay. Ungünstig. Hier werden wir nicht getroffen. Oh, doch, wir werden hier getroffen. Ah, ey, Kollege. Kommst du einmal mit? Aha, wir brauchen Schutz. Okay. Okay, der gibt uns jetzt den Schutz, denke ich. Schutz! Danke. Und durch da. Puh! Mein Freund, die Statue. Ah, und jetzt müssen wir nochmal hier durch. Müssen wir nicht ganz? Oh, verdammt. Müssen wir nicht ganz? Wir müssen den nämlich einmal hier reinbringen. Frage ist, wie? Wie bekommen wir den jetzt hier hoch? Warte mal, erstmal kommst du hier mit. Okay. Das Ding ist, wie gesagt, wie bekommen wir den jetzt hier hoch? Wie bekommen wir den jetzt da hoch? Haben die Kleinen hier was mit zu tun? Irgendwo muss es hier einen Schalter geben, mit dem wir was aktivieren. Hm. Das ist interessant. Das ist interessant. Wie machen wir das jetzt? Hier ist ein Schalter, aber wie bewegt er sich nach oben? Sehr gute Frage. Nee, das war nichts. Wie machen wir das? Können wir der Leben einhauchen? Ist da oben irgendwas? Oh nee. Aber der kann zuschlagen. Na?
Oh, meine Güte. Muss er vielleicht das Ding da kaputt machen? Das ist jetzt nicht ganz ohne. Oh, Tatsache. Tatsache, der muss das Ding kaputt schlagen. Ah, oh, wer hätte das denn gedacht? Oh, Leute. Aber Chapeau, Chapeau, wirklich. Hut ab. Das ist somit einer der coolsten Dungeons. Gerade jetzt wegen dem Rätsel auch. So. Scheiße, knapp. Ach, du lieber Gott. Du lieber Gott. So. Mach mal hier Platz für den Chef im Geschäft. Der das Dönerfleisch schweißfrei schneidet. Das ist jetzt nämlich mein Freund, der Gerät. Okay. Ey, der Gerät! Hopp! Einmal bitte da rein. Okay. Und dann geht's weiter. Und den müssen wir jetzt tatsächlich bis zum Eingangsbereich führen. Ja, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist das Rätsel hier im Dungeon. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, das ist das Rätsel hier im Dungeon. Okay. Ich dachte, es ist da. Wir müssen uns aber als erstes da oben hin begeben. Heißt also, wir haben hier wieder ein bisschen was an Rätsel zu knacken. Okay, so. Erstmal geht der hier nach oben. Wir müssen uns irgendwie ganz nach oben teleportieren, ja? Das ist der Plan. Okay. Das heißt, eine Seite wird so voll beladen sein. Oh. Das ist echt komplizierter. Okay, erstmal geht die da hoch. Damit die hier gleich schwer. Okay. Dann nehmen wir nämlich noch einen von denen jetzt hier unten. Die sind wichtig. Jetzt müssen wir Gewichtsspiele machen. Okay. Was passiert, wenn ich da auch noch drauf gehe? Gar nichts. Okay. Den schmeißen wir hier hoch. Und vielleicht schmeißen wir ihn auch nochmal da hoch. Oder? Doch, doch, machen wir. Na, nochmal bitte Link. Das hat nicht so geklappt. Wenn wir jetzt hoch... wir werden jetzt hoch teleportiert. Verdammt nice. Verdammt nice. Egal, weiter geht's. Wir müssen jetzt nämlich nach ganz oben. So, Stab. Den holen wir da jetzt auch nochmal. Nach unten. So. Die können wir jetzt nämlich so da schmeißen. Wir müssen, glaube ich, alle fünf... rausschmeißen auf einen. So, zack. Zack, zack. Jetzt sind wir auch nochmal drauf. Nice. Und nochmal einer. Nicht? Ah, da hinten ist noch einer. Da hinten ist noch einer. Der Schweinepriester ist noch da. Okay. Den müssen wir da auch nochmal runterbekommen. Oh. Kollege, hack dich nicht so. Den müssen wir, wie gesagt, auch nochmal mitnehmen. Oh, dieses Rätsel hier. Jetzt weiß ich auch, wie wir die eine Truhe bekommen in dem Raum, den ich euch eben gezeigt habe. Ach, jetzt greift ihr mich an, oder was? Alter! Jetzt haben die auf einmal hier den Mut, mich anzugreifen. Ihr Pissnelken. Und wenn eure Commander wechseln, habt ihr nicht mehr die Eier, ne? Weil habt ihr auch immer noch eure komischen Eierbeutel da am Po. Ja, Spinnen sind teilweise echt faszinierende Tiere, aber... Diese Spinnen. Nee. So. Ich glaube, wenn wir den jetzt nochmal da drauf werfen, dann war's das aber. Immer noch nicht? Wait, jetzt können wir hier hoch. Und das bedeutet was? Fehlt da immer noch einer? Ernsthaft? Ich habe alle auf einem... Fleckchen. Was soll denn da noch fehlen? Da oben ist sogar noch eine... Irgendwas übersehe ich hier. 5 Stück. Reicht das? Oh, der Große. Ha!
Moment. Geht ihr überhaupt ganz nach unten? Hä? Weil das muss doch so ähnlich funktionieren. Aber wir können gar nicht noch weiter. Ich glaube, an sich ist das so sogar schon richtig. Frage ist, wie komme ich noch mal ganz nach oben? Das verwirrt mich jetzt gerade. Das verwirrt mich gerade sehr. Ja, muss doch. Es muss doch hier eine Lösung geben. Ich meine, ich mache das ja nicht falsch, oder? Muss der hier vielleicht wieder irgendetwas kaputt schlagen? Ich meine, ich habe das sogar schon ganz gut angeschnitten. Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt gerade. Dann schmeißen wir halt wieder rüber. Nehmen hier ein bisschen Gewicht runter. So. Die werfen wir auch nochmal rüber. Dich. Auch nochmal. Ne, klappt nicht so ganz. Ich bin echt enttäuscht. Ich dachte, ich hab's raus. Kann ich da überhaupt schon rüber? Ich bezweifle, dass es einer der Dungeons ist, wo jetzt vorher noch in andere Dungeons muss, ehe es hier weitergeht. Ey, meine Fresse, was soll das denn jetzt hier? Komm, mach mal Platz. Mach mal Platz, Stadi. Stadi. Okay. Und die letzte. Das muss doch jetzt eigentlich ausreichen. Nein! Okay, funktioniert. Kollege, komm mal mit jetzt hier. Jetzt ist wieder zu schwer. Jetzt müssen wir wieder alles hier rüber schmeißen. Okay. Also das Rätsel. Dann tut es ein Rätsel. Easy. Ja. Das Problem ist dann wiederum eher, wie komme ich da oben jetzt hin? Triggert mich sogar schon ein klein wenig, weil ich das gerne wissen würde. So, du auch nochmal. Und der letzte, dann passt das hier. Okay. Leute. Mach mir da echt Gedanken. Wie soll das funktionieren? Wie soll das klappen? Wie soll das klappen? Wie soll das funktionieren? So, den bringen wir jetzt erstmal safe rüber. Dann haben wir da schon mal ein Problem weniger. Hey. So, dann bist du zumindest schon mal sicher drüben. Jetzt will ich nochmal überlegen. Es gibt da zwei... Den hätte ich ja um einen Haar übersehen. Den hätte ich ja um einen Haar übersehen. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns? Gibt es noch mehr von denen? Das heißt, wir kommen doch noch rüber. Nehmen wir die letzte jetzt auch noch da drauf schmeißen. Ist das so? Tatsächlich? Als ob das jetzt noch höher gehen kann. Nee, das klappt nicht.
wenn ich jetzt auch nochmal da drauf gehe. Das kann nicht noch weiter nach unten. Das kann nicht noch weiter nach unten. Irgendwas übersehe ich hier. Irgendwas. Oh. Nein, du nicht. Okay. Das ist der Grund. Seht ihr, Leute? Immer nachschauen, was da ist. Das müsste jetzt, glaube ich... Ach so. Und deswegen muss man auf eine der beiden Plattformen, weil ansonsten kommt man da nicht dran. Das ergibt Sinn. Nein! Oh, was war... Nein! Oh! Oh, no! Was mache ich da? Oh, komm. Jetzt will ich aber wissen, was in dem Raum ist. Setz ziemlich zügig. Okay. Ja. Ah, der Kreisel. Ich bin so ein Fehler. Ich bin einfach so ein Fehler. Und ich hätte ja selber auf diese Sachen kommen können. Ich habe diese Rillen da gar nicht gesehen. Ich vergesse sowas jedes Mal aufs Neue. Egal. Leute, ich hab's gecheckt. Ja, ich hab's gecheckt. Halleluja für mich. Ja, singt Halleluja für mich. Regen jetzt endlich raus. So. Zum Wolf werden. Hier gibt's nämlich noch einen Geist. Den zerstören wir jetzt natürlich auch nochmal. Bam! Und nehmen seine Geisterseele an uns. So, eine weitere Geisterseele gefunden haben. So, jetzt wissen wir endlich, was sich hier befindet. Weil, wie gesagt, normalerweise... Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es hier voll die Goodies gibt. Das sind nämlich noch drei Truhen. Drei satte Truhen, die man hier bekommen kann. Okay, erstmal ein Hylianisch-T-Stempel. Resin Sleeper. Den brauchen wir nicht. Aber hier gibt es noch ein extra Raum. Und mich interessiert jetzt vor allen Dingen, was sich hier befindet. Okay. Ah, hier muss man sogar hin. Das ist ein wichtiger Raum. Hier gibt es den Boss-Key. Hier muss man sogar hin. Tatsache. Wow. Okay. Ich habe nichts gesagt. Wenn man hier hin muss, dann passt das doch. Okay. Und zwei vielleicht? Nee, nicht als Wolf. Ja, aber schön zu wissen, dass man hier hin muss. Das heißt, dass wir hier sogar richtig sind. Wo sind die, ja? Aha. Ah, ich seh's. I see what you did there. Können uns da dranhängen. So. Und jetzt? Ich habe eine Truhe. Wahrscheinlich erstmal eine Rubine. Mhm. Sonst noch was? Wie soll das denn jetzt funktionieren? Muss ich mich auf alle draufstellen? Ich glaube schon. Muss ich auf alle vier gleichzeitig draufstellen. Dann machen wir das am besten mit unseren Statuen-Homies. Und da oben ist noch einer. Stopp. Mann! Ich komme immer auf das Beyblade-Ding. Ich tölpel. Tölpel. Wo leben wir denn hier? Okay. Ich muss alle vier gleichzeitig aktivieren. Passt schon. So, und natürlich der letzte. Aber wenn ich hier runtergehe, geht die...
wusste, da ist ein Haken. Ich wusste, da ist ein Haken. Oh. Brauche ich eine der Schalen? Jo, Tatsache, ich brauche eine der Schalen, die ich hier drauf lege. Krass. Heftig, deftig. Hätte nicht gedacht, dass es so funktioniert. Aber wisst ihr was? Boss geht mir auch noch. Und es gibt in den Dungeon sogar noch einen Geist. Und ich weiß sogar, wo sich der befindet. Also nämlich in einer der Haupthallen. So, ich habe jetzt verdammt viel Leben verloren in den letzten beiden Räumen. Aber das war es mir wert. Weil hier mussten wir ja, wie gesagt, sogar hin. Das war einer der wichtigeren Räume. Okay, gehen wir doch jetzt mal wieder in den Raum zurück. Und dadurch auch wieder in Stockwerk Nummer 5. Da haben wir den Boy. Ja, durch ein Stockwerk werde ich ihn noch durchführen, ehe ich, glaube ich, den Part beende. Vor allem habe ich halt null Lust, dass ich hier, dass die Gegner hier wieder respawnen. Nee, Zauberstab. So. Also. Erstmal gibt es den. Dann hauchen wir einen von dem Leben ein. Der kommt dann hier hin. Das bedeutet dann was? Oh, okay. Dann können wir von hier aus den Schalter aktivieren. Alright. Homie, wir brauchen dich. Den können wir aktivieren. Oh. Oh, komm, komm, komm. Wir schaffen das schon. Wir schaffen das. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. So. Einmal bitte so rum. Danke. Ah, wenn ich mich rolle, dann... Der kann das kaputt machen? Der muss das kaputt machen? Ja, nice. Finde ich gut. Und ein Herz. Oh, ja gut. Ich habe nichts gesagt. Danke dir dafür, Bro. Ich wusste nicht, dass er die kaputt machen kann. Dass er die vielleicht sogar kaputt machen muss. So. Jetzt verdrücke ich mich die ganze Zeit, weil ich das eben auf R hatte. Egal. So, jetzt nehmen wir den natürlich so mit. Perfekt. Ja, das ist so episch. Das ist so episch, wie wir den hier mitnehmen müssen. Komm, mach den mal kaputt. Boom! Einmal auf die Birne gegeben. Mein Homie ist ein guter Homie. Kann er das hier kaputt machen? Ja, kann er. Ihn juckt es nicht, ob hier jetzt irgendwas ist oder nicht. Der schlägt nämlich alles kurz und klein. Ah! Der kann ja sogar mich selber schlagen! Nein! So. Oh! Der kann ja sogar mich selber schlagen. Was soll das? Lehnt sich gegen seinen Herrn auf. Der Keck. So, der ist kaputt gemacht worden. Dann können wir es nämlich hier reinbegeben. Mach doch mal das hier kaputt. Dann muss ich die... Oder das spart mir dann... sogar ein bisschen was an Zeit. Wenn ich noch nicht hier Pfeil und Bogen verschwenden muss. Nice, der hätte mir jetzt auch schon durch das Stockwerk geführt. Haha, muss gestehen. Dieser Dungeon ist ein ziemlich cooler Dungeon. So, ich glaube, da hinten gibt es sogar noch etwas. Ich bin noch. Wisst ihr was? Es wird heute eine bisschen längere Folge, ich merke schon. Aber einfach nur, weil ich auch echt Spaß habe mit dabei, ne? Das merkt man. Okay, da wird der jetzt gespawnt. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt hier die Sachen nochmal einsammeln muss. Aber das passt schon. Dann machen wir nochmal den einen Raum. Und dann kann ich, glaube ich, den Part sogar tatsächlich beenden. Okay. Bitte nicht hoch. Ich glaube, das war nach unten. Was war der nach unten? Wir müssen jetzt nämlich nur den hier führen. Da hinten ist noch ein Geist. Seht ihr den? Den können wir auch wieder relativ einfach aktivieren. Aber alles zu seiner Zeit. So. Puh. Ich mag den Dungeon.
Also dieses Rätsel, das ist echt einmalig. Das habe ich so in der Form selten bei einem Zelda-Spiel gesehen. Ah, eiskalter Wicht. Okay, oh, stopp, stopp, stopp. So, perfekt. Ich hätte, wie gesagt, noch gerne in den einen Raum. In den da oben. Weil es da noch eine Kiste gibt. Und ich möchte gerne wissen, was der Inhalt dieser Kiste ist. Okay. Sind denn hier die Spinnen auch wieder respawned? Oh, die sind tatsächlich respawned. Oh, das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe die mühsam gekillt. In der letzten Folge. Und dann passiert sowas. Nicht mal in der letzten Folge, am Anfang der Folge habe ich die gekillt. Und jetzt spawnen die hier einfach wieder. Ihr Keks. Oh. Also, ich muss echt gestehen, ich habe selten solche nervigen Gegner gesehen, wie diese kleinen Spinnen mit diesen dicken Ärschen. Mit diesen Big Booties. Okay. Stopp. Den müssen wir jetzt nämlich steuern. Und zwar aktiviert er jetzt etwas. Ich weiß nicht was. Und so funktioniert das Ganze jetzt. Das ist relativ einfach. Ich dachte am Anfang, das könnte vielleicht irgendwie mit Wasser oder so funktionieren. Aber dann habe ich gemerkt, ey. Nee, 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 das funktioniert nicht mit Wasser, sondern mit der Sandung. Mit unserem Kopierstab. So, den schmeißen wir jetzt hier schon mal rüber. Direkt auf der Plattform haben wir den, oder auf dem Schalter haben wir ja nicht rüber bekommen. Aber so funktioniert's. Dann bringen wir den nämlich von hier aus in die Mitte. Und jetzt müsst ihr die Kiste spawnen. Tatsache. Und ich glaube wirklich tatsächlich, es könnte ein Herzteil sein. Ja, wenn es ein Stempel ist, Leute, dann... Ja. Kacke. Aber wenn nicht, dann hat sich das richtig gelohnt. Also, Herzteil, please. Hat sich gelohnt. Perfekt. So, und dann haben wir, glaube ich, tatsächlich fast alles in den Dungeon gemacht. Wir müssen noch die Statue in den Eingangsbereich machen. Kriegen, nicht machen. Werden wir dann zur nächsten Episode machen. Und deswegen sage ich jetzt erstmal, Leute, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen und supporten. Ansonsten sehen wir uns in der morgigen Folge The Legend of Zelda Twilight Princess HD wieder. Haut rein, macht's gut, Legend of Rotik und ciao, euer Rigi.